Klaus Körber, Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Gartenbau an der Hochschule, glaube ich, Weinstephan, oder? Ja? In Veitshöchheim. Ah ja, da ist was missverständlich übermittelt worden. Sie sind im Staatsdienst, genau, und an der, in Veitshöchheim an der Landesanstalt. Genau, da haben wir stehen und da haben wir schon das Bild vom Versuchsbetrieb. Ich, Herr Körber, bin gespannt, was Sie uns erzählen werden. Was wird da alles versucht und getestet? Kann es so etwas geben wie ein Trachtfließband? Können wir Lücken, die vielleicht entstehen werden durch den Klimawandel, schließen mit anderen Pflanzen? Geht das? Und was werden unsere Bienen dazu sagen? Bitte schön, Herr Körber. Ja, also vielen Dank für die nette Einleitung. In Weinstephan habe ich studiert, von daher geht es einigermaßen, warte, ich gewinne darüber. Schön, dass ein paar da geblieben sind. Ich habe gedacht, naja, die hauen jetzt alle ab, weil das ist ja jetzt kein Praxisthema für Imker. Und bin sehr gern dahergekommen, habe so etwas Ähnliches, falls ja auch schon gemacht, vor Imker-interessierten Menschen in der Oberpfalz, heute in Oberbayern. Ich bin seit 1989 zuständig für die Fläche, die Sie vor sich sehen. Und wenn wir als Unterfranken, also ich sage jetzt einmal ein Teil, ich denke zumindest von Ihnen, kommt ja von hier. Und es ist hier natürlich im Vergleich zu dem Klima bei uns eine andere Welt. Bei uns gibt es kein grünes Gras. Punkt. Wenn Sie da wieder runterfahren, ne, solche Aufnahmen, wie man sie hier jetzt sehen konnte, ich habe heute Morgen da oben geparkt, dann lässt du runter bei der Herfahrt der Mais so hoch. Wenn Sie wissen wollen, wie es einer Region geht, schauen Sie sich im August, September den Mais an. Der Mais erzählt Ihnen die Realität. Ich habe Regionen in Deutschland gesehen, da war der so und da das, wenn Sie ein wenig Ahnung haben, wissen Sie, dass das nicht gut ist. Also, Bayern ist da zweigeteilt, für mich ist die Grenze die Donau. Es ist wirklich so, wenn Sie dann so von uns in Süden runterfahren und du merkst es gar nicht. Und auf einmal ist grün. Denkst, hey, verdammte Hacke, und dann redest du mit Leuten und sagen die in München, bei uns ist trocken. Sag ich, du weißt gar nicht, von was du redest. Der Standort, den Sie sehen oben die Weinberge, ist eine 11 Hektar Fläche. Wie gesagt, ich bin da zuständig seit 89, jetzt 33 Jahre. Wir machen Obstbauversuche. Sie sehen hier eine komplette Einnetzung von Kirschen. Kirsche geht bei uns ohne Dach überhaupt nichts mehr. Und die zwei hübschen Damen habe ich mit meinem fränkischen Charme habe ich gesagt, ich habe einen DIN A4 Zettel und ich brauche jemanden, der mir das verteilt. Und schon allein, dass die Mädli euch den Zettel in die Hände drücken, ist es wert, dass man die Hände ausstreckt. Und da haben sie dieses Bienentracht-Fließband auf einer ganz, ganz kurzen, wenn es fein nicht langt, ich habe noch mehr da, ihr zwei Hübschen, okay? Also ich habe 300 Stück kopiert, der Freistaat Bayern zahlt es mit einem Lächeln. Na? Und der Standort hier, Sie sehen hier den Obstbereich. Und bitte zwei, drei Zahlen, die Sie einfach sicher mal reinpfeifen müssen. Wir hatten, Würzburg ist es, okay, Veitshöchheim ist Würzburg. Okay, Veitshöchheim ist fast nach den Franken, kennen Sie alle. Wenn nicht, was soll ich denn dann sagen? Dann ist es halt so. Wir hatten früher 580 Liter im Schnitt Jahresniederschlag. Das sind 58 Zentimeter in der Höhe auf einem Quadratmeter im Jahr. Das war vor 2000. Ich bin 58 geboren, ich kenne die 60er, 70er Jahre, okay? Wir haben von 2000 bis jetzt im Schnitt 480 Liter. Das ist 100 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Weniger. 100 Liter sind 10 Zentimeter. Sagt man vielleicht, naja, komm, mach da nicht so ins Hemd rein. 10 Zentimeter im Jahr, okay? 10 Zentimeter im Jahr führen unsere Millimeterzahlen unter 500. Wenn es auf Dauer unter 500 geht, geht es in die Versteppung rein. Das ist so ähnlich wie Wien, Burgenland, ne?
oder diese Regionen Europas, wo es mit Bäumen verdammt schwierig wird. Ich will Ihnen gar nicht das Ohr abkauen, aber das ist wichtig als Basis zu verstehen für unsere Arbeit. Das Thema Wasser, mein Vorredner hat es gesagt, und auch die Anmoderation. Sie machen das übrigens sehr gut, man könnte meinen, Sie machen das professionell. Das war ein Späßle. Sie machen es wirklich gut. Das war kein Spaß. Aber wir müssen lernen, unsere Gesellschaft, wir sind alle aus Bayern und Sie lieben die Natur, sonst würden Sie sich nicht mit diesen Dingern einlassen, die da Bienen heißen. Unsere Gesellschaft muss lernen, dass wir mit Wasser viel sorgsamer umgehen, als wir das momentan machen. Ich kann in 2 Minuten duschen und brauche keine 30 und Sie riechen das nicht. Und wenn das jeder macht in dem Raum, was meint ihr, was wir an so einem Sonntag früh an Wasser sparen, wenn jeder, der hier hockt, anstelle von einer Viertelstunde 2 Minuten geduscht hätte? Und dann höre ich auf. Sonst denken Sie, na komm, jetzt kommt er gleich mit dem Waschlappen. Ich weiß noch, was ein Waschlappen ist, in jeder Hinsicht. Also, diese Fläche hat einen merkbaren Wasserverlust. Diese Fläche hat einen 30er Sandboden. Bodenwertzahl 30, 100 ist Optimum. Das heißt, wenn es jetzt regnet, kann ich eine halbe Stunde später mit dem Schlepper drauffahren. Aber genauso schnell sind Niederschläge auch weg. Und diese Fläche hatte eben Temperaturen und die haben Sie hier ja fast auch, wenn Sie aus Oberbayern sind. Wir sind ja lauter Frankenpfanne. Und ihr wisst es ja, euer Chef. Ne, wo, Triest, ne, was, wo hast du gesagt, kommst du her? Ja, wo? Ellingen, Bier. Ja, ich weiß schon, kenne ich Ellingen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte vor lauter Geschmarr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn du in so einem Standort bist, ganz schlechter Boden, ja, und das wollte ich sagen. Sie haben ja in Oberbayern momentan auch Temperaturen von 38 Grad. Das hat es früher nicht gegeben. Punkt. Habt ihr noch welche oder habt ihr sie verteilt? Ja, das ist mit euch, gebe ich mich da gern ab. Also guck mal, ob da noch irgendwo in meinem Computer, ob da noch diese Zettel sind. Weil der ist echt nicht schlecht. Das sieht zwar jetzt ein wenig so kitschig aus. Gucken wir mal, ob er da noch drin ist. Ah, schauen wir her. Habe ich noch genug? Oh, gib mir einen. Eins. Alles gut. Alles gut. Also. Ich bin am Anfang immer relativ emotional, weil das wirklich ernst ist, was ich versuche zu erzählen. Ich versuche es dann ein wenig locker zu machen. Okay? Das gelingt in der Regel ganz gut. Aber ich will schon, dass Sie wissen, da vorne steht einer, der meint es wirklich ernst. Okay? Und diese 40 Grad bei euch in München oder 40 Grad hatten die in Hamburg. Ja, meinst du, die haben früher 40 Grad in Hamburg gehabt? Im Leben nicht. Ne? Und was zunimmt, ist die Windintensität. Diese austrocknenden Winde im Sommer, das hat niemand auf dem Schirm. Und bei 500 Liter, die ich vielleicht in Veitshöchheim kriege, sind aber auch einmal 60, 70 Liter, also dieser Starkregen, den du im Keller hast. Also das hat sich im Vergleich zu früher alles ein wenig zum Schlechten hin verändert. Das ist Fakt. Okay, das sind die Rahmenbedingungen. Wir arbeiten an dem Standort extrem zum Thema Klimabäume. Sie haben es in der Anmoderation gesagt. Das ist die größte Klimabaumsammlung, ich denke, in Deutschland, auf diesem heißen und trockenen Standort. Die Bäume werden gepflanzt, 2 Jahre gewässert und dann müssen Sie schauen, was Sie machen. Wir haben da oben einen Biodiversitätsgarten gemacht, der ist demnächst, jetzt nach Corona, wieder für Besucher geöffnet. Da würden wir uns freuen, wenn Privatgärtner kommen, professionelle Gärtner und natürlich auch Imker, weil in dem Bereich haben wir alles gepflanzt, wo wir glauben, Stauden, Brennnessel haben wir gepflanzt. Ich habe gesagt, wir brauchen Brennnessel für die Raupen von Schmetterlingen. Da haben die alle gesagt, jetzt spinnt er komplett, jetzt pflanzen wir Brennnessel bei uns. Na, hinterm, weißt du, was ich meine? Also wir haben da einen Garten gemacht mit Gehölzen, der nur das Thema hat, Honigbiene, Wildbiene, wenn die Vögel was fressen, wenn Schmetterlingsrauben. Und Sie glauben gar nicht, wie schnell man auf so einer Fläche merkt, da verändert sich was. Das ist unglaublich. Plötzlich hast du irgendwelche Insekten,
die wir vermeintlich vorher da nicht hatten. Ich bin bayerischer Beamter, ne? Die Frau Kanniber ist meine höchste Chefin, die heute Morgen hier begrüßt hat. Wir machen hier seit 4 Jahren keine Herbizide. Wir machen hier seit 4 Jahren keine Insektizide, also der Obst, unsere Obstversuche werden gespritzt mit Mitteln, die im biologischen Anbau zugelassen sind. Und keine, Sie wissen, glaube ich, alle, was ich meine. Ne? Wir arbeiten mit den Bienenleuten zusammen in Veitshöchheim, die ja heute hier sind, die Dr. Illis, der Dr. Berg. Und wir versuchen ein Stück weit auf der Basis ja, zu unterstützen draußen. Und das ist jetzt ein wichtiger Satz. Alles, was ich heute erzähle, gilt für Städte, für Dörfer, für Kommunen, für da, wo Leute leben. Also das heißt, ich mache heute keinen Vortrag über irgendwelche Naturreservate in der Hochrhön oder irgend sowas, sondern das Bienentracht-Fließband, was Sie jetzt bekommen, beinhaltet die Pflanzen, die man in seinem Garten oder im Spielplatz in der Gemeinde pflanzen könnte. Okay? Also noch einmal wichtig, ich arbeite für Gärtner, für Menschen in ihren Siedlungsräumen, für die Stadt, für Aibling, für was weiß ich, wie das hier alles heißt. Das ist wichtig. Und an der Stelle ganz klare Aussage. Dieses Heißwerden der Städte, wir haben in Würzburg über dem Asphalt 66 Grad gemessen im August 2019 oder so. 66 Grad über der Straße. Sie messen an Hauswänden Temperaturen. Danke, ihr zwei. Mit einem Lächeln und Tschüss. Ich habe gesagt, die sind ja nicht mehr im Dienst, aber sie haben es halt noch einmal gemacht. Komm. Wir haben an Häusern Temperaturen mit 45, 50 Grad Hitze. Und wenn wir da nicht mit Begrünung mehr arbeiten, hältst du das in Zukunft in den Städten vielleicht von der Hitze her gar nicht mehr so aus. Also das Grün ist A, wichtig zum Abkühlen. Das wird Geld kosten und jetzt bin ich bei der Biodiversität und bei den Bienen. Wenn es uns gelingt, dem Stadtrat, dem Gemeinderat zu sagen, okay, wir pflanzen was, das kostet einen Haufen Geld, aber das hilft auch den Insekten, da sind Schmetterlinge drauf, da habe ich Honigbienen gesehen, da sind Wildbienen drauf, guck mal, die Hummel, hast du die gesehen? Also wenn es uns gelingt, unserer Gesellschaft zu sagen, das Ding ist nicht bloß so ein grüner Spinner und dann macht es vielleicht ein wenig, hä? Das kühlt, das macht Schatten und es bringt was für die Amsel, für den Schmetterling und keine Ahnung. Und dann haben wir ein ganz anderes Standing, wenn es darum geht, okay, dann zahlen wir das halt, weil es wird in Zukunft immer schwieriger, Pflanzen, Gehölze, Bäume zu dem zu machen, was sie heute sind. Also wir müssen heute viel mehr gießen als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hast du einen Apfelbaum im November gepflanzt und das Ding ist angewachsen. Da hat es ganz blöd laufen müssen. Vielleicht hast du einmal im nächsten Frühjahr gegossen. Wir haben jetzt den Streuobstpakt Bayern, das habt ihr mit Sicherheit mitgekriegt, politisch. Und ich habe momentan die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bäume gemacht werden in bayerischen Baumschulen. Das ist spannend genug. 100.000 Stück pro Jahr. Aber diese Bäume, die wir in Zukunft pflanzen, vielleicht hier nicht in Rosenheim. Aber bei uns in Franken, wenn du die nicht 4, 5 Jahre gießt, kannst du das knicken. Und da müssen wir so ehrlich sein und müssen sagen, okay, wenn wir das wollen, und dann fragen die nach den Benefits von dem Baum. Und dann sage ich, der bindet CO2, der macht Schatten, der produziert Sauerstoff, der macht es außenrum ein wenig kühler. Und guck mal, da sind Bienen drin. Und dann kriegen wir vielleicht die Kohle, vielleicht auch nicht, aber ich hoffe es. Also ich bin da sehr optimistisch. Wir haben ein tolles Produkt. Also hier, jetzt gehen wir mal rein. Das sind die Baumgeschichten. Und ich sage immer, die Versuche mit unserem Baum vergleichen. Übrigens sehr schöne Bienenbaume für den Juli ist der Schnurbaum. Ja, und das ist auch ein Punkt an der Stelle. Ab Juni, also für August, September, für Juli, wird es fein mit heimischen Pflanzen im Garten verdammt eng. Das müssen wir uns auch eingestehen. Also wenn wir wollen, dass wir ein Angebot mit Pollen und Nektar über den Zeitraum, ich sag mal Lindenblüte, hinaus,
dann wird es mit heimischen Pflanzen eng. Oder wenn Sie ein paar wissen, wo Sie sagen, die blühen im August Körber, gell, das weißt du nicht, dann schreiben Sie mir das bitte auf den Zettel. Also wir wissen es nicht, okay? Also von daher brauchen wir da, wo Menschen ihre Siedlungen bauen, die heimischen und die nicht heimischen nebeneinander. Und den Garten, den wir da oben gemacht haben, da sind heimische Pflanzen neben nicht heimischen Pflanzen im Einklang. Und wenn Sie die Pflanzen nicht kennen, merken Sie das nicht. Die tun sich nichts. Okay? Ganz wichtiger Satz. Wir brauchen für die späte Blüte in den heißen Städten, ich rede nicht vom Naturschutzgebiet, ich rede von der Innenstadt, von Veitshöchheim, von Würzburg, von Bad Aibling oder wo Sie halt her sind. Da brauchen wir in der Zeit, wo es eng wird, ne? Nach der Linde bricht es weg. Braucht man alles, was irgendwie, okay? Okay, ja, also wie gesagt, hier diese Bäume, da oben verlieren wir gerade die Kiefer. Wenn mir einer früher gesagt hätte, die Kiefer geht tot, welchen Trockenheit, hätte ich gesagt, nein, die Kiefer übersteht es. Das ist die Schwarzkiefer, das ist ein Trauerspiel und die Versuche, die wir machen, mache ich nicht für ihn, sondern die mache ich für den. Okay? Ja, das ist das Bienenhaus oben in unserem Garten, dass die Biene über 120 Jahre, das wissen Sie, 120 Millionen Jahre, das wissen Sie besser als ich. Ich bin immer wieder begeistert, wie lang sich die evolutionsmäßig entwickelt hat und was ihr macht, ist eine super, super Geschichte. Und ich benutze das Bild gern, wenn die sagen, ja, wenn die Biene da drauf geht, verträgt ihr das übrigens, die wird da super beflogen, ist nicht aus Deutschland, das ist der Biene sowas von wurscht, der Schmetterlingsstrauch wird beflogen, das geht ja am Westerteufel wo vorbei, das ist alles nicht vorher und die sagen, heute essen wir Reis oder Mais oder Kartoffel oder Tomaten, schon mal gegessen, Orangen, Bananen, schon mal gegessen? Hirse, ne, obwohl die gab es früher auch, schon mal gegessen? Tot umfallen? Nee. Warum soll die Biene tot umfallen, wenn sie einen Schmetterlingsrauch? Das verstehe ich nicht. Diese Logik verstehe ich nicht. Okay? Ja, und dann gibt es ja die ganz durchgeknallten, die sagen, ja, wenn das nicht mehr klappt, dann machen wir halt so kleine Roboter-Dinger, die können ja auch die Bäume befruchten. In China hocken sie die Leute in die Bäume nahe. Was hast du denn heute gemacht? Äpfel befruchtet, ja, super. Ich glaube, es ist gescheiter, wir haben die Dinger, die dann in echt einfach ihren Job machen, weil sie den Pollen wollen oder den Nektar brauchen. Fertig, werde ich verrückt. Und das ist von der Frau Dr. Illis vom Berg, das finde ich einfach klasse. Wahrscheinlich kennen Sie das, weil das jeder zeigt aus Veitshöchheim. Aber die Nummer 3 in der Nutzleistung ist die Biene. Ne, the winner ist von mir aus die Kuh, die braucht einen Haufen Methan, haut ihn aus und Wasser und keine Ahnung. Die Biene braucht gar nichts, macht den Job. Und da ist natürlich die Bestäubungsleistung dabei. Und jetzt bin ich ein wenig bei dem, was ich seit 5, 6 Jahren mache. Das Thema fixt mich an, das macht mir Spaß. Wir gucken ja ständig, wer fliegt wo, wann, wohin. Und von den 500 Wildbienen, die es in Bayern gibt, ich rede jetzt von Wildbienen, sind in der Masse vielleicht 250. Viele sind einsame oben am Schachen, 3 Stück. Weißt du, was ich meine? Ist ja ganz logisch. Aber so die Masse der Wildbienen, sagt die Frau Dr. Illis immer, sind vielleicht 250. Und immer da, wo ich eine Honigbiene sehe, sehe ich auch Wildbienen. Ich war letzten Dienstag nur Rosen anschauen auf der Buga in Mannheim. Die nächste ist in Mannheim. Nur Rosen angeguckt. Wie sie blühen, zack, 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 zack. Da sind Honigbienen drauf und du siehst immer auch Wildbienen, du siehst Hummeln, du siehst die Schwarze, du siehst, weißt du, was ich meine? Manche Leute glauben, ja, da geht, das ist nur eine Pflanze für die Honigbienen und die Wildbienen gehen nicht hin. Ja, wie bescheuert ist das? Überall, wo ich Fotos mache von Honigbienen, kann ich auch Wildbienen finden. Und das heißt, wenn ich so ein Ding pflanze, ist es für beide gut. Und wenn die sagen, die Honigbiene frisst der Wildbiene was weg, dann sage ich dir, dann pflanz mehr, dann haben sie mehr Angebot, dann kriegen sie alle 2 was. Ja, freilich. Wenn ich nur eine hinstelle, einen Stängel, eine Bienenvolk und eine einzelne, ja, dass das nicht funktioniert, dann musst du halt mehr machen und mehr kann ich nicht versuchen. Und wenn wir unser Garten so weit bringen, dass man sich da ist anstelle von einer Plastikkugel, einer Rutbecke oder wie das Ding heißt, dann ist das besser. Und heute früh die Mädels, die neue Bienenkönigin, die eine, die hat es ja gesagt, ich glaube die Prinzessin war es. Und selbst wenn du nur einen Lavendel auf dem Balkon hast, der ein paar Wochen blüht, ist es besser, wie wenn du keinen drauf hast. Ja, was bringt denn das, wenn ich nur einen Lavendel habe?
Ja, freilich kannst du damit nicht die Welt nicht retten. Aber wenn jeder von euch einen Lavendel auf seinem Balkon hat, ist es besser, wie wenn keiner einen Lavendel drauf hat. Und so funktioniert es. Und ich bin euch sicher, weil ich gerade die zwei Kinder, also die jungen Damen sehe, ich habe meine Brille nicht auf, drei junge Damen, jetzt dann haben wir es gewonnen und der Vater grinst. Ne? Und in der Jugend haben wir eine größere Akzeptanz, die diese Probleme haargenau erkennen. Und wenn wir unsere Enkel oder unsere Kinder wirklich irgendwas helfen wollen, dann passen wir da jetzt auf. Okay? Also gut, das ist der ehemalige Rosen- und Klematisgarten. Das ist, vielleicht können Sie das Licht ein bisschen weniger machen, weiß ich nicht. Wenn nicht, ist auch gut. Ein bisschen so. Ja, dafür haben wir doch oben, ich habe mich doch mit ihm vorhin gut unterhalten. Super. Guck, da haben wir mit Sand und da haben wir mit Stein und da haben wir Wasser und da haben wir die Brennnessel. Und das war im Prinzip ein ehemaliger Rosen- und Klematisgarten und der sah dann letzten Sommer schon so aus. Der ist jetzt im dritten Jahr, aber die Dinger gibt es ja öfter. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass da oben dann auch Versuche gemacht werden von der Frau Dr. Illis und vom Dr. Berg. Also das Ganze wird bienenmäßig betreut. Und wir haben vielleicht auch den Vorteil, dass wir als Gärtner von der Verwendung der Pflanzen schon genau gucken, was da kommt. Und es ist immer wieder verrückt, was man in diesem, das ist vielleicht ein Dreiviertel Hektar vielleicht, wir können noch ein wenig erweitern, es ist immer wieder verrückt, was wir da finden. Aber immer wieder daran denken, wir spritzen keine Herbizide, keine Insektizide und was wir... Entschuldigung, was wir auch machen in den Obstbäumen. Versteht ihr mich von der Optik, Akustik gut hinten? Wenn ihr mich nicht versteht, manchmal verstehe ich mich selber nicht. Also dann, meine Frau sowieso. Also dann ist es auch schon wieder wurscht, okay? Du machst hinten so, Mann mit dem silbernen Haar, du machst einfach so, wenn es gut ist und wenn du das rennst, dann okay, alles gut. Mann mit dem silbernen Haar dürfen wir heute nicht sagen. Früher hätten wir gesagt Indianer. Dürstnitz auch. Da hockt nur ein Mann mit dem silbernen Haar vorne links. Schauen Sie mal hin. Wir wollen, dass in Zukunft die Leute hingehen. Da ist die Heimische neben dem Nichtheimischen. Da sind Lurche plötzlich. Keiner weiß woher. Da sind irgendwelche Vögel, die wir vorher zumindest nicht bewusst im Studel gesehen haben. Und so groß ist das Ding gar nicht. Und irgendwann ist das Ziel, dass du halt dann mit dem Smartphone, dann gehst du hin und dann, ich heiße, und bei mir siehst du die wollige Biene aus der Mauer, keine Ahnung, das ist dann das Ende. Aber bis dahin bin ich in Rente, das machen dann andere. Okay, ja, wir haben eine Broschüre gemacht. Das ist die Ministerin, wer heute früh da war, die Kanniber, Frau Kanniber. Und das Ding habe ich gemacht für eine Aktion Bayerischer Baumschulen, die sich das eben auch, das ist das Bienentracht-Fließband, was Sie hier auf dem DIN A4-Zettel haben, richtig schön ausgemacht und gebildert und geschrieben und Text und Co. Ich kann Ihnen das, das können Sie auch an der LWG kaufen, dann kommt aber Porto mit drauf, dann kostet es 12 irgendwas. Ich kann Ihnen das verkaufen, das ist nämlich mein Schwarzgeld, dann kostet es 8 Euro. Oder Sie können es auf der Homepage kostenlos downloaden. Also Sie müssen überhaupt nichts machen. Ich muss halt den Mist dann wieder rauf zum Auto tragen, aber das ist dann mein Problem. Aber Sie können sich diese Broschüre kostenlos downloaden. Und es ist gärtnerisch gesehen im Prinzip das, was Sie auf dem Zettel haben. Jetzt habe ich die Werbung gemacht. Die Frau Kanniber hat es damals gemacht. Das ist die Broschüre über das ganze Jahr Bäume und Sträucher. Okay? Und das ist momentan ein Thema. Links die Uschi Glas, BBB, irgendwas. Also wir sind momentan, hat uns die Gesellschaft, glaube ich, lieb, wenn wir sagen, wir machen was für die Biodiversität. Angelina Jolie und das in der Bild am Sonntag. Hier in der ganz normalen, was weiß ich, Bild, ich glaube, das war die Bildzeitung. Irgendwo, ja, in der Bildzeitung. Die Bildzeitung schreibt, Bäume werden knapp. Überlege mal. Na, vorhin hat irgendjemand gesagt, ich lese Gebildscheidung, ich weiß nicht, wer es war. Ich lese auch nicht oft. Aber dass solche Artikel in der Bildzeitung erscheinen, ist Ausdruck von dem, dass die Masse erkannt hat, wir müssen was machen. Na? Und das Thema Baumpflanzung in den Städten wird uns die nächsten Jahre, wenn wir diese 60 Grad vom Asphalt wegbekommen wollen, Schatten wird das Thema der Zukunft sein in der Stadt. Und jetzt bin ich wieder und dann sage ich, dann nimmst du Linde, die bewässerst gescheit und dann hast du im Sommer sogar noch was für die Honigbiene und für die Wildbiene und Co. Na? Und wenn sie nicht blüht, die Läuse sind drauf, die Läuse sind auch gut für die Bienen, das wissen viele Leute nicht. Stell dich nicht so an. Okay?
Ja, also diese Geschichten, wir haben Versuche gemacht. Bei uns unten im Versuchsbetrieb, Dr. Illis war dabei, ich kann die immer wieder vorschieben. Profis, nicht ich, ich bin Gärtner. Zwei Masterarbeiten und die haben geguckt, Linde, Ahorn, heimisch, nicht heimisch. Wer wird mehr beflogen? Weil es gibt ja die Leute, die sagen, ja, auf den Nichtheimischen gehen ja die nicht drauf. Die essen nur arisch. Na, zack, keine Tomaten. Boah, für was denn? Na? Die haben die Versuche gemacht und die waren bienenfleißig, die zwei, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich benutze dieses Wort in dem wirklich sehr gern, bienenfleißig, die zwei. Die waren bei mir auf dem Flur vis-à-vis, die waren am Samstag da am Mikrofon gehangen. Die haben richtig gut gearbeitet und haben dann geguckt. Und jetzt geht es aber in deren Untersuchung nur um Wildbienen. Die haben die Honigbienen, haben die gar nicht, die haben sie immer beiseite gelegt, weil die haben gefangen. Sind rein, zur Blüte, gekeschert und weiß der Teufel, was die alles haben. Haben das, also das ist jetzt nur exemplarisch, und haben das dann ausgewertet. Und ich habe jetzt mal das von der Linde rausgesucht, weil das für euch viel interessanter ist. Und da haben sie geguckt, wie viele Wildbienen konnten die in dieser einen Lindensaison 2019 im Juni, ne, Linde blüht bei uns Anfang Mitte Juni, Ende Juni, Anfang Juli, die Silberlinde. Und dann haben die einfach geguckt, haben sie 29 verschiedene Wildbienen gefunden. Das ist viel. Wenn man sieht, in Bayern gibt es 250 nennenswert, 500 auf dem Papier, ein Zehntel innerhalb von 4 Wochen. Na? Und haben dann geguckt, wie viel sind an beiden Linden, und da war mehr als die Hälfte, denen war das wurscht. In dem Fall 14% knapp waren eher an den heimischen. Die frühe war die Sommerlinde, die haben Sommerlinde verglichen mit Silberlinde. Okay, Sommerlinde mit Silberlinde. Kannst aber eigentlich gar nicht vergleichen, weil die Sommerlinde 4 Wochen vorher blüht. Okay, aber es ist so gemacht worden. Und die Silberlinde, die ja deutlich später blüht, das ist bei uns manchmal Anfang Juli, da waren dann 30%, also das müsste man jetzt alles runterrechnen, waren in den Gebietsfremden, und übrigens die zwei auf der roten Liste sich befindenden Wildbienenarten konnten auf der Silberlinde gefunden werden. Aber die Silberlinde ist auch viel attraktiver, weil sie später blüht. Da wird es ja dann insgesamt enger. Ne? Also nur mal so als Beispiel. Und die haben das dann ausgepriemelt, in welche Linde und welche und so. Das war ein Jahr später, da war ein ähnliches Bild, gebietsfremd, fast 40, also wieder die mehr schwerpunktmäßig Silberlinde. Bloß, dass man schon mal sieht. Nächstes Bild. Der Dr. Maasberg, der solche Ergebnisse in Würzburg gemacht hat. Andere Bäume, wieder heimisch im Vergleich zu nicht heimisch. In dem Fall südosteuropäisch, also Balkanpflanzen im Vergleich zu der deutschen Pflanze. Und ein ähnliches Bild, eine große Schnittmenge zwischen beiden. Das hat er gemacht mit zwei verschiedenen Eschen, ist egal, im Detail. Ein ähnliches Bild. Ein Teil war dann mehr auf den heimischen, ein Teil mehr auf den Südosteuropäern. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und jetzt finde ich richtig spannend, also mich fixt das an. Das ist die Auswertung, also man müsste eigentlich erst die Folie zeichnen, dann die, ist egal. Und dann hat er geguckt und die haben alles gezählt, also nicht nur Bienen, sondern auch, Sie sehen, Swansen und keine Ahnung. Also insgesamt haben die 90.000 Insekten gezählt und bestimmt. Was musst du geraucht haben, damit du 90.000 Insekten, Laus, weißt du, was ich meine? Und haben das geguckt. Also noch einmal, wir haben Zahlen. Wenn jetzt einer sagt, stimmt nicht, was du sagst, dann sage ich, wo sind deine Zahlen? Hast du das untersucht? Oder sagst du irgendwas aus dem Bauch raus? Wir haben momentan, finde ich, relativ viel, was so auch in der Politik passiert, wo aus dem Bauch so rausgebaucht wird. Hast du Zahlen? Wir haben da Zahlen. Okay? Und die haben das also geguckt, so und so viele Mücken und so viele Käfer und alles gut. Und jetzt wird es für mich interessant, jetzt bin ich wieder bei meinem Baum und in der Stadt. Dann hat er nämlich gesagt, okay, das hatten wir schon, dann haben die geguckt, die haben in Würzburg, in der Stadt, in einem Sommer, an diesen drei unterschiedlichen Paaren, haben die 57 verschiedene Wildbienenarten finden können. Hey,
Das ist ein Viertel von dem, was es in der Masse in einem Sommer, im Zeitraum, jetzt sage ich mal, war Ahorn dabei, also ich sage mal April wahrscheinlich ab bis Juni in einem Vierteljahr. Das finde ich schon verrückt. Und dann haben die gesagt, okay, die heißen dann so und keine Ahnung, das kann ich mir nicht merken. Und jetzt wird es richtig spannend für mich als Gärtner und für den, der Leute dafür argumentieren will, dass sie sagen, pflanzt das Ding, das bringt uns was. 90% von dem, was sie detektiert haben, waren Pollensammler, also Blütenbesucher. Das hätte man aber meine Oma auch sagen können. Meistens gehen die auf die Blüten und die gehen nicht auf die Blüten, um zu sagen, oh, bist du schön? Die gehen hin, weil sie sagen, ich habe daheim ein paar Kinder, die muss ich ernähren, oder? Ganz einfach. 90% sind auf die Blüten, das hätte ich mir denken können. Was wichtig ist für uns, ein Großteil waren welche, die im Boden genistet haben von den Wildbienen. Das war interessant, also dass fast 85 oder wie viel ist ja wurscht, Sie können selber sehen, 86%. Das heißt, den Flächen unter den Bäumen, wie ich damit umgehe, kommt eine immer größere Bedeutung zu. Haben die Möglichkeit, ein Wildbienennest zu bauen oder ist da unten nur noch, keine Ahnung. Das war für mich wichtig. Und was noch wichtiger ist, 85% von dem Ganzen waren polylektisch. Ich wusste bis vor 2 Jahren nicht, was polylektisch ist, aber ich kann es ganz einfach sagen. Polylektisch sind Wildbienen, die gehen auf die eine Pflanze, auf die andere und auf die dritte auch. Wenn man so will, sind die nicht so wählerisch wie die, die halt nur auf eine, na die Efeu-Sandbiene geht wahrscheinlich nur auf Efeu. Jetzt, wenn du kein Efeu hörst, hat sie ein Problem. Was ich in der Stadt aber machen kann, ist, dass ich Bäume pflanze, die vielleicht im Juni, Juli blühen. Bin ich bei der späten Linde, beim Schnurbaum, bei einem, na, gibt es ein paar nicht heimische. Und ich kann sagen, unten drunter mache ich solche Sachen. Und unten drunter habe ich irgendwas mit einem leichten Sand, mit dem, na, wo die rein können und können dort ihre Brutplätze bauen. Und so könnte das in Zukunft ausschauen. Das ist übrigens in Stein, das ist bei euch. Stein bei, weißt du schon, Kastell, oder? Ne, weißt du, wer ist da nicht, dieser Bleistift? So, weißt du, Faber-Castell, oder? Ist ja da ungefähr in der Gegend. Wir waren in Wien mit meinen Schülern. Die Stadt Wien ist da vielleicht Vorreiter. Und das heißt, die pflanzen nicht nur Bäume. Das ist mitten in der Stadt, Zentrum, heiß, trocken. Und die sagen, wir machen große Pflanzflächen und wir ermöglichen im Unterbau, dass eben Blütenbesucher aus der Pflanze oben im Baum auch runtergehen und sich unten dann, und jetzt bin ich wieder im Zeitraum Juni, Juli, August, das sind ja diese ganzen sommerblühenden Sachen, verseuchen können. Das ist mit meinen Meisterschülern, ich bin an der Meisterschule für Baumschule. Ich kenne die ganzen, ja, ist ja wurscht. Ja, und hier sehen Sie, was das werden wir nachher noch brauchen. Dieser Stammschutz wird in Zukunft auch bei unseren Obstbäumen ganz wichtig. Und es ist ein fest installierter Stammschutz, der über mehrere Jahre im Prinzip die Temperatur halt dann doch deutlich runternimmt. Das sind bis zu 10 Grad. Das ist sehr viel. Ob du eine Körpertemperatur hast von 40 oder von 35, das sind 5 Grad. Das ist im Eiweißbereich unheimlich viel. Also wenn du durch so einen Stammschutz 10 Grad kühler machst. Okay? Und so könnte das in Zukunft ausschauen. Da würden wir Wildbienen hundertprozentig finden, da würden wir Schmetterlinge finden, da würden wir auch Honigbienen finden, natürlich. Na? Und die hätten hier mit Sicherheit auch die Möglichkeit, unten zu sagen, und da baue ich mein Nest. Okay, in die Richtung geht's. Das Zweite, das haben Sie vorhin gesagt, in dem Bienengarten haben wir auch Gehölze, die eben für Vögel und für alles, auch Läuse und Wansen gehören zu dem Ganzen. Ich glaube, das hat der Goethe gesagt. Und da habe ich ein wenig Literaturrecherchen gemacht und habe dann über einzelne Pflanzen zusammengetragen. Das ist Nektar, Pollen für Bienen und was man halt Schmetterlingsrauben fressen, von mir aus das Trauerwiederchen und der grüne Zipfelfalter bei der Felsenbirne. Und dann können die Amsel und die Mönchsgras und keine Ahnung. Und das habe ich jetzt gemacht für die gängigen Gehölze in diesem Land, Gartengehölze. Also wenn einer wirklich interessiert ist, das kann ich Ihnen als Word-Datei schicken, das ist aber zu dick. Sowas kann ich hier nicht verteilen, so in der Menge, das kostet gar nichts. Und Sie können dann gucken, was leistet die Linde oder was leistet ein Faulbaum. Ich weiß nicht, wer einen Faulbaum kennt. Das ist einer der wenigen heimischen Gehölze, ist ein Strauch, der auch im Juli, August blüht. Das ist einer der wenigen in Deutschland heimischer Art, der Sommernahrung bringt.
Jetzt hat Faulbaum natürlich einen Namen, da hätte ich schon verloren. Ne? Schatz, ich habe da einen Faulbaum mitgebracht, super. Ich habe gedacht, ich habe dich. Ne? Und der Faulbaum, wenn du liest, was der alles für die Biodiversität kann, also Insekten, Bienen, Nektar, Pollen, okay. Vögel fressen die Früchte, super. Sie kennen alle den Zitronenfalter. Da braucht die Raupe den Faulbaum, sonst findet sie keinen Ding. Okay, dann hast du schon mal drei Argumente, wenn du das weißt. Er strahlt Faulbaum in einem ganz anderen Licht, und das meine ich ganz ernst. Und wenn Sie Ihren Garten aufmotzen wollen, irgendwo auf dem Zettel steht meine E-Mail-Adresse, auf der obersten Seite, ist ohne Quatsch. Wenn Sie das Bienentracht-Fließband angucken, steht Klaus.Körber und der LBG-Schwanz. Würde mich freuen, wenn zwei, drei Leute sagen, Mensch, du hast da gesagt, du hast so eine Datei, die schicke ich Ihnen als PDF, die haben Sie innerhalb von einem... Und dann können Sie nachgucken und dann guckst du, was bringt eine Ulme? Was bringt ein Schmetterlingsstrauch? Es ist aber botanisch, klar, ne? Okay? Das macht mich doch... Das ist doch klasse, wenn du zu einer Pflanze sagen kannst, hey, die ist nicht nur grün und ist 2 Meter groß und 3 Meter breit. Okay? Ja, das ist die Felsenbirne, ja. Ja, okay, alles gut. Das können wir jetzt ein wenig schneller machen. Wir gehen jetzt ins Jahr rein. Also unser Ziel muss es sein, Leute zu begeistern. Das ist ein Buch, Biodiversität, Steinigung ist out. Und ich sage immer, selbst wenn Sie so einen Nachbar haben, sagen Sie nicht, dass alle so sind. Es sind nicht alle so. Ich kenne ganz viele Leute, die wollen sowas machen. Ne? Und das ist ein Bild, wo ich sage, da müssen wir halt hin, da gibt es ein Buch, das können Sie sich wirklich bestellen, die heißt Quelle des Grauens. Also ich würde lieber meine Broschüre kaufen, die wäre natürlich gescheiter, aber das vielleicht nur, das muss unser Auftrag sein. Und hier sitzen ganz viel, und wenn du das hast und nebendran ist so einer. Erstens kannst du das Haus schon mal gar nicht verkaufen. Wer kauft dir so ein Haus ab? Habe Haushälfte abzugeben, wunderschön, und dann kommt der Depp nebendran. Okay? Aber ich habe noch einmal, ich sage das Gefühl, wir haben momentan eine Zeit, es gibt viele, die immer noch, das weiß ich, aber ich rege mich darüber nicht auf. Ich versuche, die zu ermutigen, die auf sowas Bock haben. Okay? Ja, und das ist ein toller Spruch von der Frau auf der Heide, das Buch Lass uns mit Pflanzen Tiere pflanzen. Okay. Ja, und jetzt gehen wir in dieses Jahresding rein. Die Frau Dr. Illis hat gesagt, ich habe die Trachtwerte und die Pollenwerte hingeschrieben. Ich denke, das muss ich hier nicht erklären vor Imkern. N ist Nektar, P ist Pollen, 4 ist die höchste Zahl. Und die Frau Dr. Illis sagt immer, wenn du draußen rum und den Leuten was erzählst, aber hier bin ich ja vor Imkern, vergessen Sie mir nicht die Zeit vor der Obstblüte, weil das ist ja oft dann vor allen Dingen die Zeit, wo Sie den Wildbienen und den Hummeln. Ich sage als Blödsinn immer, die Hummel geht ja bei 2-3 Grad raus, da sitzt die Honigbiene noch in ihrem Stock und macht sich die Fingernägel. Die sagt, nee, da gehe ich jetzt nicht raus, das ist mir, glaube ich, zu kalt. Ne? Aber lass mal die ein wenig. Aber wenn wir es wirklich biodivers ernst meinen, dann müssen wir natürlich an die Ersten denken. Ne? Und da brauche ich die Frühen, und da, vorhin hat es, glaube ich, irgendeine in der Rede gesagt, ich glaube, irgendeine von den neuen Prinzessinnen oder König, die hat gesagt, klar, die Weide ist da ganz wichtig mit Nektar und Pollen bis zum Vollen. Und wenn Sie irgendwo einen Vortrag halten, was immer gut ankommt, wo die Männer besser kapieren als die Frauen, wenn du das N4 erklären willst und P4, okay, dann sagst du, 4 ist die höchste Zahl. Und 4 ist ein Kasten Bier mit 20 volle Flaschen, das kapieren die alle. N3 sind 15 Fläschli, N2 sind 10, N1 ist 5. N1 ist nicht schlecht, aber wenn du halt nur 5 Fläschli hast und bist zu dritt, ne, dann musst du halt wieder so ein N1er. Also das heißt, eine Pflanze, die N1 hat, ist per se nicht schlecht. Ich muss halt ein wenig öfter gucken. Na? Und N4 oder P4 ist in voller Flasche, und dann diskapieren die Männer, das ist der Wahnsinn. Ey, du hast gesagt, N4 sind 20 Fläschli. Okay, dann haben wir das auch. 2-3 Geschichten, klar, Haselnuss, das muss ich nicht sagen, aber auch viele gärtnerische Pflanzen, der winterblühende Schneeball, Kornelkirsche, heimisch momentan, und dann für die Vögel.
und Hecke und ein kleiner Baum. Also die Kornelkirsche ist momentan eine ganz heiße Kiste. Alles, was irgendwie Zierkirsche, Zierpflaume, Schlehe, das wisst ihr aber auch. Es ist nicht nur die heimische Kirsche oder Zwetschge. Alles, die ganzen Zierkirschen, der ganze Bereich der Gartenkirschen, der Gartenäpfel, Zierformen, sind genauso gut, obwohl sie gar nicht aus Deutschland sind, sind genauso gut wie Apfel, und Sie wissen, wie wichtig die Obstblüte für unsere, ne? Okay, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich will Ihnen nur eine dann auch im Bild zeigen, die mir ein wenig untergeht jetzt für einen Hausgarten. Und die kennen wahrscheinlich die wenigsten, die heißt Lonicera purpusi. Das ist ein kleiner Strauch, unbekannt, 1,50 Meter, 2 Meter. Das Ding blüht auch in Oberbayern. Vielleicht Januar bei euch nicht, aber bei uns in der Regel Januar, Februar, März, bis das Laub kommt, bis Ostern. Wenn die blüht, hast du garantiert Hummeln in deinem Garten. Das Ding blüht in jedem, im Schatten oder egal wo. Also wenn die bei einem im Garten nicht wächst, dann soll er seinen Garten verkaufen, weil der kann es nicht. Normalerweise auch, hier wächst bei jedem Depp im Garten. Lonicera purpusi wächst bei jedem Depp im Garten. Ne? Kornelkirsche sowieso, das habe ich erzählt, da gehen wir jetzt rein. Haselnuss, klar, das wisst ihr aber, das muss ich euch nicht erzählen. Was wir halt aushalten müssen als Imker und als welche, die sich mit Bäumen und Pflanzen beschäftigen, dass auf der anderen Seite die Pollenallergiker da sehr sensibel sind. Das ist, ne, wenn, da musst du sagen, du weißt aber schon, für die Biene ist das Eiweiß nicht ersetzbar. Wo soll sie es denn hernehmen? Also das muss man aushalten. Da sieht man den Bube und es ist das Mädle. Und die machen ja dann wie im echten Leben oft auch, ne, ich habe heute Kopfschmerzen und so. Also bei der Haselnuss ist ja entweder kann er und sie nicht oder rumgedreht. Das ist Evolution. Okay, das ist mein Lieblingsbild. Weil du hast bei der Haselnuss natürlich Biodiversität in Reinform. Und dann gibt es auch noch irgendwelche Schmetterlinge, die fressen das Laub. Nüffe, welche Nüffe? Na, klar, ne, wer hat sie? Ne? Okay. Macht der Foto schnell. So viel Zeit habe ich nicht. Das ist jetzt diese Lonicera purpusi. Das ist eine Unschande, die merkt ihr euch. Nur die fürs Frühjahr. Lonicera purpusi. Wir haben einen Haufen Lonicera, je länger, je lieber, auch heimisch, Tartarica, Xylosteum, das ist das Allergleiche, aber sie blüht halt extrem früh und extrem lang und wächst überall. Also außer im Schwimmbad oder so, aber das Ding blüht immer zu. Du hast immer Befluch, das ist bei mir daheim, das Ding habe ich 30 Jahre. Das Ding steht bei mir seit 30 Jahren in meinem Garten. Und wenn ich im Februar reinkomme und mache das Hoftor auf, das ist sie. Ich habe sie so hochgezogen. Na, normalerweise ist es eher so ein Busch. Und dann höre ich die Hummeln und ich rieche diesen Duft. Sie wissen, die Frühjahrsblüher tun ja oft duften, damit sie halt auch ein wenig, ne? Schätzchen, ich habe mir ein wenig ein Parfüm draufgehaut, damit du mich findest. Okay, da sage ich gar nichts. Weide, warum heißen die Dinge Bienen, Weidepflanzen? Und ich finde, es ist immer noch schade, wenn diese, das siehst du immer wieder, so Kopfweidenabschneider, dann kommen die und schneiden die Dinger in dem Stadium zurück, sage ich, du Depp, hast noch 2 Wochen gewartet und hast sie blühen lassen, dann kannst du es immer noch runterschneiden. Das ist ein anderes Thema. Okay, aber das muss ich euch nicht erzählen. Und seitdem ich weiß, dass manche Vögel dann diese Kätzchen an ihre Jungen verfüttern, hä? Habe ich lange nicht gewusst, ich musste 60 Jahre alt werden. Das gibt es zwar immer wieder ohne Quatsch, auch bei anderen, dass die den Pollen auch als Nahrungsmittel erkennen für junge Vögel oder keine Ahnung. Seitdem ist mir die Weide noch 10-mal sympathischer. Seitdem ich weiß, dass die Blaumeise Lois an ihr Kinder verfüttert, tue ich mir viel leichter bei Rosen vorträge für die, die sagen, oh, meine Rosen kriechen Lois. Sag ich, sei froh, geht die Blaumeise drauf und die Kohlmeise und verfüttert es an ihr Kinder. Ja, dann ist gut. Verstehen Sie, was ich meine? Okay. Da, das ist, ne, das ist ja er und das ist sie bei der Weide. Und da verfüttern sie halt die weiblichen Blüten an ihre. Okay, ja, und alles gut. Das ist die Kornelkirsche, können wir schnell machen. Da sehen Sie eine Biene, hier mit dem Pollensack, alles gut. Gibt es mittlerweile als auch kleiner Baum.
Kanelkirsche, heimisch, frühe Blüte, essbar für die Vögel, essbar für den Menschen. Ja, was willst du denn dann noch? Einigermaßen gut bei Hitze und Trockenheit. Pflanzt Korn aus Maß, kannst du als Hecke machen, als Strauch. Tausend und eine Möglichkeiten. Okay, das ist dieser Obstbereich auf Ihrem Zettel. Da will ich gar nicht viel Zeit drüber verlieren. Aber wenn wir die Leute so weit bringen, dass wir sagen, hey, erst blüht, jetzt, ich fange jetzt mal hier nicht an mit Mandel, das ist für euch nichts, aber erst kommt die Kirsche und die ist ganz wichtig. N4, P4, inklusive Zierkirschen. Dann kommt die Zwetschge, dann kommt die Birne und dann der Apfel. Also wenn du in deinem Obstacker eben diese 3, 4 hast und nicht nur Äpfel, dann hast du ein längeres Blütenband. Und hinten drauf tust du noch eine Quitte, das ist bei uns im Fränkischen momentan eine Modepflanze, weil die Quitte blüht dann sogar noch einmal nach dem Apfel. Und dann hättest du von der Kirsche, Zwetschge, Birne, Apfel bis zur Quitte hast du ein Nektarangebot von wahrscheinlich 6 Wochen und Pollen und alles, was die ja haben. Die sind ja alle klasse. Okay, Hacken drunter. Alle Ahorne, auch der heimische Spitzahorn, für mich ein ganz wichtiger früher Nektar- und Pollenlieferant. Alle Ahorne haben wir bei uns eben auch. Bergahorn hier in Oberbayern, ganz wichtig für die Bienen. Ne? Also von da, in dem Bereich gibt es einen Haufen Zeug. Aber ich sage immer, wenn du eine funktionierende Obstblüte hast und du hast in deinem Garten noch eine Felsenbirne, dann wirst du die Welt nicht wesentlich verändern. Die gehen wahrscheinlich auf die Obstwiese. Was will ich damit erzählen? Wenn wir wirklich was machen wollen in unserem Garten, schau zu, dass du den Juni, Juli, August aufmotzt, als dass du im Frühjahr noch einen Apfelbaum mehr hast, wenn nebendran die Wiese vom Nachbar ist. Verstehen Sie, was ich erzählen will? Sie dürfen gerne einen Apfel in Ihren Garten einpflanzen. Alles gut. Okay, und was ganz wichtig ist, und jetzt bin ich bei der Hitze und Trockenheit, die Oberbayern können weggehen, wegdenken. Diese halb immergrünen, vielleicht kennen Sie Kirschlorbeer, da komme ich nachher dazu. Vielleicht kennen Sie Mahonien, das sind so immer so halbgrüne Dinger. Bei diesen immergrünen Blattpflanzen, Sie kennen die Kirschlorbeer, wie heißt die? Kirschlorbeer, oder? Der wird ja momentan verteufelt. Weniger wert als eine Plastikwand. War im Spiegel gestanden. Eine Plastikwand ist biodiverser als ein Kirschlorbeer. Dann sage ich, dann gehst du mal hin, wenn der blüht. Dann gehst du mal hin, der hat unter den Blättern hat der extra florale Nektarien. Der kann praktisch Nektar aus den Blättern rausdrücken. Da sind Bienen da, da sind Hummeln da, das habe ich schon 100-mal gesehen. Dann gehst du mal hin, wie die Amsel die schwarzen Früchte frisst. Das habe ich gesehen, das kann ich dir beweisen. Und dann schaust du mal, wo die Vögel im Winter Nester hinmachen. In Pflanzen, die den Schnee ein wenig abhalten, weil sie immergrün sind. Oder in einen, der einfach drei Stecken und nackert in der freien Landschaft. Die gehen da nahe, wo sie einen Schutz haben. Du musst den Kirschlorbeer nicht mögen und du musst ihn nicht pflanzen. Aber wenn du ihn verdammst, dann überleg dir gut, was du sagst. Ich sehe unheimlich viele Insekten drin, dann blühen die Dinger nach. Dann hast du oft im August diese weißen Kerzen. Und dann langst du mal die Blüten an, wie die kleben. Dann überlegst du mal, was das ist. Okay? Das war ein Plädoyer für eine Pflanze, die faktisch ohne Wasser bei uns zurechtkommt. Und das Thema, wer kommt in Zukunft mit wenig Wasser im Garten zurecht, das wird bei uns in Franken so durch die Decke gehen. Wir werden in Zukunft nicht mehr bewässern dürfen, Punkt. Oder wir duschen nichts mehr. Oder bloß noch 10 Sekunden. Turbo duschen. Okay, also das wollte ich damit sagen. Okay, alle Kirschen, Zierkirschen, alles gut. Wir werden in Zukunft solche Pflanzen in unseren Gärten haben. Warum? Weil die Schatten machen. Wenn ich 40 Grad habe, früher haben die Leute nichts anderes im Kopf gehabt, oder? Ein neues Haus, Südseite und volle Sonne, damit ich braun wäre. Das war doch einmal eine Zeit lang, oder? Heute laufen sie rum wie die Mumien. Hast gesagt, bist jetzt braun genug? Und habe ich gesagt, Mumien? Nein, habe ich nicht gesagt. Wir werden in Zukunft die Gärten danach ausrichten. Sind Pflanzen drüber, die bei 40 Grad Schatten machen, wo ich mich dann hinsetze und mein Buch oder mein Huberweizen oder wie heißt euer Brauerei, weiß ich nicht. Wie? Oder ein Fürst Karl. Aus Ellingen, da war doch der König, früher Baumschule König, oder? Den kenne ich gut, ein Yogi. Okay, also, alle Zierkirschen, das ist eine für die Gartengestaltung wunderschönes, schönes Gehölz.
Pyrus salicifolia, Pyrus heißt Birne, weidenblättrig. Das ist eine aus Südosteuropa, sieht aus wie eine Olive, wird beflogen wie eine Birne. Das ist die, ihre Blüte. Hier sehen Sie, da hat sie den Pollen hingeklebt. Und das ist so ein graulaubiges. Und Sie können als Tendenz für die Zukunft sagen, graulaubige Pflanzen kommen vergleichsweise gut durch die Trockenheit. Die haben dieses silberne, was ein wenig die Hitze reflektiert. Also das ist ein ganz tolles Gehölz, die Olive des Nordens, sagen manche. Okay, und da seht ihr, und Apfel sowieso, volles Programm, und eben auch der Zierapfel. Everest ist eine Sorte, den tun die in den Obstanlagen Südtirols nahe Pflanzen zu den Äpfeln, als Mr. Lover Lover. Das ist der Pollinator. Versteht ihr, was ich meine? Der hat so viel, der macht die Golden Delicious Mädchen glücklich. Und der ist auch gut für die Bienen und Wildbienen und Hummeln. Und was haben wir alles? Jetzt fühle ich mich wohl bei euch. Am Anfang war ich ein wenig nervös, denke ich. Naja, aber ihr bleibt ja immer noch sitzen. Gut, vielleicht seid ihr auch einschlafen, das sehe ich von da oben nicht. Mann mit dem grauen Kopf, bist du noch da? Ja, ne? Und versteht mich, alles gut. Es gibt einen Trend, dass wir Zeit uns einkaufen. Das meine ich jetzt ernst. Es gibt einen Trend dazu, dass die Leute sagen, ich kaufe mir bereits einen stärkeren Obstapfelbaum. Ich kaufe mir einen Jakob Fischer, aber der hat schon 10, 12 Jahre in der Baumschule hinter sich, kostet mehr Geld. Aber was will denn ich heute noch einen Sämling pflanzen, bis der groß ist? Sagen Sie, guck, jetzt ist er groß, jetzt haben wir ihn gerade weggefahren. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns auch da, das gibt es einen Trend, die gibt es in Bayern auch, wenn ihr da ein wenig guckt. Im Mittelfränkischen haben wir die ganzen Obstbaumschulen, Poxdorf, ne, Effeldrich, Erlangen. Und es gibt immer mehr, Kaiser Wilhelm übrigens noch ein sehr guter Apfel für die freie Landschaft, nach wie vor. Und die gibt es dann eben auch in großen Größen und dann hast du ein paar Jahre Vorsprung. Wir haben diesen Streuobstback, der wird jetzt kommen. Obst- und Gartenbauvereine, interessierte Gruppen bekommen Bäume geschenkt von der Staatsregierung. Sie sehen hier Herrn Söder, die Frau Kannibern, Umweltminister Thorsten Glauber und dann die Verbandsleute. Die Politik will, dass wir in Bayern jährlich 50, 60, 70.000 Apfelbäume, Streuobstbäume, Zwetschgen oder alles pflanzen. Da brauchen wir eure Hilfe, da müsst ihr mitziehen. Das schaffen wir als Beamte oder als Politiker nicht. Das ist eine gute Idee. Weil jeder erkennt, es muss was passieren. Okay? Also das ist nur die Geschichte und jetzt ein paar Sachen. Wir müssen die Dinger länger wässern, das gilt jetzt für alle Bäume. Diese Säcke haben Sie mit Sicherheit schon gesehen. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Du machst den Sack hin, das sind jetzt in dem Fall sogar zwei. Und dann hast du hier 60 Liter und drüben 60 Liter und dann hast du 100 Liter. Du machst die voll, das ist auch gar nicht so schwer. Wenn das Wasser oben rausläuft, ist der Sack voll, aufhören. Also ist auch überschaubar vom intellektuellen, also ist jetzt nicht zu schwer. Ne? Und dann läuft das Wasser in 8 Stunden oder so, ganz langsam unten durch eine Membran, so nenne ich das jetzt, ist ja wurscht. Kannst dich natürlich auch 8 Stunden hinstellen und kannst sagen, okay, jetzt warte ich, bis er wegen weg ist. Ne? Aber anders ist vielleicht geschickter, was ich damit sagen will. Wir müssen unsere Bäume in Zukunft länger wässern und wir müssen schauen, dass das Wasser, was wir dafür hernehmen, dahin kommt, wo die Wurzel ist. Du kannst natürlich 200 Liter innerhalb von einer Minute, aber dann sind die überall, aber nicht da, wo es hin muss. Also das ist eine tolle Geschichte für relativ junge Bäume. Das funktioniert wirklich gut, sieht man oft in den Städten auch. Wo die Stadtgartenamt sagen einfach hin und dann kommt der Bautrupp. Also wir müssen wässern und mengen. Also wenn du da nur einen halben Gießer hinmixst und am nächsten Tag wieder, das kannst du vergessen. Sie können es auch 1 Liter auf einen Quadratmeter, geht 1 Zentimeter rein, als Faustzahl. Quadratmeter, 1 Liter, 1 Schoppen, ne, von einem Bier wieder, 1 Maßkrug, zack, geht so weit rein. Also das heißt, bei 10 Liter bist du erst einmal bei 10. Wenn du bei Bäumen auf 30 Zentimeter kommen willst, dann müssen da 40, 50 Liter Wasser hin. Das sind 4, 5 Eimer. Das wird nicht immer gemacht. Drum, wenn, dann gescheit und viel,
damit es runtergeht und dann von mir aus erst nächste Woche wieder oder 10 Tage später wieder. Ganz wichtig. Was meinst du, wie viel oft so oben drüber, ne? Ich habe gegossen, Schatz, ne? Okay, versteht ihr, was ich sagen will? Das ist eine Geschichte für große Bäume, das testen wir gerade bei uns in Veitshöchheim aus. Das ist die sogenannte Bewässerungsbanane, das ist das gleiche Prinzip, da sind aber 1500 Liter drin und das könnte ich mir gut vorstellen zur Rettung von alten Bäumen. Also wir haben bei uns in Franken ein Riesenproblem und sterben Bäume weg, die 30, 40, 50 Jahre eigentlich funktioniert haben und jetzt gehen sie plötzlich wegen dem Wasserverlust. Okay? Und das ist so ein Ding, da Wasser rein, die wird dann voll. Man kann sehen, da sind jetzt 1500 Liter Wasser drin und es ist das gleiche Prinzip. Und wahrscheinlich denken Sie jetzt, es kommt nie. Was meinen Sie, was die nächsten Jahre noch alles kommt in den Städten, um Wasser an Pflanzen hinzubringen, damit dass die Bäume wachsen? Das kommt so sicher, ich hoffe, dass es kommt, okay? Und das ist halt, da kannst du halt einmal auf einer Wiese hinfahren mit dem Schlepper, machst die 1500 Liter nahe, das ist nichts für einen Hausgarten. Okay? Also gut, weil momentan bei uns ganz viele mittelalte Obstbäume aufreißen, was sie früher nicht gemacht haben. Also wenn Sie das daheim bei sich haben, Sie sind nicht allein. Das ist momentan ein Phänomen am Untermain extrem. Reißen die Bäume auf. Und wenn du aufreißt, dann kommt ein Pilz, dann kommt ein Bakterium und dann hast du Probleme. Okay? Und dann drum, so werden Bäume für die Straße gestrichen und sowas wird in Zukunft auch bei Obstbäumen helfen. Ein weißer Anstrich, der 5-6 Jahre wirkt und der die Temperatur unter dem Anstrich um 5 bis 10 Grad reduziert und es ist in einem heißen Sommer extrem wichtig. Und dann brauche ich noch Wasser dazu, weil durch das Wasser, was hochsteigt, wird gekühlt. Und wenn ich jetzt praktisch den Schutz habe durch das Weiß, plus den Kühlungseffekt durch von mir aus diese Bewässerungssäcke, dann haben wir eine Chance, dass die Bäume wachsen. Anders wird es spannend. Oberbayern geht alles. Okay, das war auf der LGS in Ingolstadt. So könnte auch ein Apfelbaum in Zukunft ausschauen. Und an das Weiß gewöhnt man sich ganz schnell. Okay, also gut, alle Zieräpfel, jetzt haben wir es aber, das ist die Quitte. So könnten in Zukunft Pflanzen im Garten sein. Da werden Sie jetzt wieder lachen. Aber ich bin am Überlegen, dass wir Systeme entwickeln, wo ich mit einer schnell wachsenden Traube einfach so einen Schirm mache, den ich mir in den Garten nahe pflanze und der nach 3-4 Jahren Schatten macht. Ich habe einen Innenhof, der ist wirklich klasse, das sage ich jetzt einfach mal so, und der ist praktisch im Sommer, ist das eine grüne Laube. Da gehst du nahe, da hast du gefühlt 15 Grad kühler, als wenn du von der Straße in das Tor nahe gehst. Geht nicht überall, weiß ich auch. Okay, also die Mispel haben wir jetzt gesagt, alles gut, gibt es als Baum. Jetzt haben wir schon, aber das ist Ahorn. Wir werden da die nächsten Jahre noch welche bekommen aus dem Balkan, wie die heißen, ist wurscht. Ahorn ist ein wichtiger Blütenbaum, aber im Zeitraum mit dem Obst. Das ist der italienische, auf den setze ich ganz viel, wird beflochen wie blöd. Aber ich trinke auch gerne einen Cappuccino und esse gern Spaghetti. Versteht ihr, was ich meine? Ja, alles gut, da müssen wir uns jetzt gar nicht. Feldahorn ist einer der wenigen Heimischen, der die letzten Jahre einen guten Job gemacht hat. Wird sehr gut beflogen, aber im April, also wo das Obst auch blüht. Das haben wir Buchs, okay, der ist ja auch ein Bienen- oder hier seht ihr die Hummelgehölz. Nur ein, ich bin Gärtner, ich sag's Ihnen so, wir haben momentan das Gefühl, dass das mit diesem Buchszünsler, ich weiß, ihr seid an der Biene interessiert, aber vielleicht ist ja einer dabei, der einen Buchs daheim hat. Der war ja richtig heftig, der Dreckszünsler. Und wenn wir Glück haben, gibt es eine steigende Anzahl von Vögeln, die merken, die kleine Raupe schmeckt gar nicht so blöd. Das sind Spatzen, das sind oft Rotschwänzle, die ein wenig nahe gehen und die picken das raus. Vielleicht fressen die in 10 Jahren alle Buchs. Zünsler weg und es wird wieder besser. Aber wenn Buchs blüht, ist es eine sehr, wird wirklich gut beflogen. Kannst du hören. Und vielleicht zu dem Zünsler, wenn ein Buchs locker ist und nicht so scharf geschnitten, dann können die Vögel besser nahe. Das ist für die dann besser zum Rauspicken. Haben wir das? Ja, da seht ihr es. Die haben die ersten Buchs, anscheinend schmeckt die dicke Raupe, hat ein wenig von dem Gift, was der Buchs hat.
Und dann mussten die Sperlinge immer kotzen. Schatz, musst du kotzen? Ne? Und dann, aber die haben sich jetzt daran gewöhnt und die müssen die kleine Raupen fressen. Okay, also das immergrüne Zeug, habe ich gesagt. Berberitze, eine gastliche Heckenpflanze, ich weiß nicht, wer die kennt. Nur aus Wut und Zorn schuf Gott Berberis und Feuer dann. Aber weißt du, wo die Vögel ihr Nester nahe bauen? Da nahe. Weil sie sagen, da geht die Elster nicht hin und die Dreckskatz vom Nachbar auch nicht. Ja, das, sie lachen, aber das sind Zusammenhänge, die musst du, wenn du die im Kopf hast, dann siehst du, ja klar, die sind ja auch nicht blöd. Die Elstern werden ja immer schlimmer, oder? Die Krähen. Du hast das Gefühl, die haben nichts anderes zu tun, wie zu warten. Wo kann ich die Vögel rausholen? Dann wunderst du dich, dass du Vögel hast. Geh, die Lois hast auch was, aber die brauchen jetzt wieder die Blau. Versteht? Auch Läuse und Gansen gehören zu dem Ganzen. Läuse und Wansen. Okay, oder sowas. Also Berberitzen sind sehr gut. Wir sind aber immer noch im April, Mai. Ja, die kennt ihr alle. Schneiden will ich die auch nicht. Aber die Vogelnester sind sicher und die Früchte werden von Vögeln gefressen. Okay, ja, alles gut. Jetzt gehen wir in Mai rein. Kletterpflanzen. Wir werden die nächsten Jahre mehr Kletterpflanze hoffentlich bekommen, um die Häuser zu kühlen. Ein Starkwachser, der sehr viel von Hummeln und von der blauschwarzen, wie heißt die, diese blauschwarze Holzbiene, die kannst du da finden, ist der Blauregen, gibt es auch in Weiß. Und jetzt bin ich bei dem, den habe ich aber schon behandelt, der Kirschlorbeer. Du musst ihn nicht mögen, aber du hast immer Insekten drin. Und Vögel und Nester und mehr nicht. Okay? Das ist übrigens so ein Ausschnitt aus meiner Zusammenfassung. Das ist ein portugiesischer Lorbeer, das ist also so ähnlich wie der Kirschlorbeer. Und dann hast du halt Hummeln und Bienen und die Samen für Kleiber und Kernbeißer und keine Ahnung. Ich mache ein wenig schneller. Ich bin schon ein wenig von der Zeit, gell? Ich mache ein wenig schneller, okay? 5 Minuten? 10. Okay, dann muss ich ein wenig Gas geben. Aronia kennen Sie vielleicht. Ich will jetzt noch ein paar Sachen für den Sommer, sonst denken Sie, jetzt hat uns eine Stunde lang das Ohr abgekaut. Ich weiß nicht, wer die Apfelbeere kennt. Geschmacklich, überschaubar, wird gut genutzt von Bienen. Das ist jetzt aber gar nicht mein Schwerpunkt. Komm, geh weiter, Schätzchen, alles gut. Den möchte ich besonders hervorheben. Erstens, Holunder kommt, braucht gute Böden. Aber Holunder kann mit wenig Wasser vergleichsweise gut zurechtkommen. Ich habe das letztens erst wieder in der Rhön gesehen. Der kommt bei Trockenheit der letzten Jahre sehr gut zurecht. Holunder ist für die Bienen weniger, aber für ganz viel Vögel und Käfer und keine Ahnung. Und da gibt es einen rotlaubigen, die letzten Jahre, der ist richtig schön. Und wenn Sie also dieses Thema Fliegen und was halt sonst noch alles dazugehört im Garten ernst nehmen, dann ist es eine ganz tolle Gartenpflanze. Und die schönste ist der mit dem geschlitzten, feinen Laub, der heißt dann Black Lace. Also der rote Holunder kriegen Sie in jeder deutschen Baumschule, auch in Ihrer Nähe. Und die blühen rosa, haben ein feines Laub, das weiß ich jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Und die Früchte kannst du natürlich genauso verwenden, die Blüten kannst du genauso verwenden, Holunderküchle und das ganze Zeug. Und wissen Sie, was das Schöne an dem schwarzen Laub ist, an dem dunklen Laub? Du siehst die Lois nicht so. Also das ist im Prinzip, dann kommt es gar nicht so rüber. Und wenn Sie Lois haben, Blaumeise, Kohlmeise und Co. Und ansonsten kannst du einen Saft davor machen, keine Ahnung. Okay. Und hier in England sogar zu Rosen, das ist er. Ja, alles gut. Weiß dann, alles gut. Jetzt machen wir ein wenig schneller, sonst wird es mit meinen 10 Minuten nichts. Ich will euch ein paar ganz andere. Also Weiß dann ist super. Biodivers, rauf und runter, alles da, auch Honigbienen, das ist der Wahnsinn. Jetzt sind wir im Mai. Das ist eine, die möchte ich euch als Imker. Wir sind jetzt in der Stadt. Das ist Honey Locust, das ist Gleditia triacandus. Das ist einer unserer wichtigsten Stadtbäume der nächsten Jahre bei Hitze und Trockenheit. Wird auch in Nürnberg gepflanzt, weil ich jetzt Mittelfranken, bist jetzt mein Mittelfrankenopfer. Triacandus ist eine Lederhülsenbaum, aber im Englischen Honey Locust. Da heißt im Vornamen Honig. Da drüben gibt es sortenreine Honige von der Gleditia. Hat ein wenig Dornen, gibt aber auch dornenlose Sorten. Und es ist ein ganz toller, leichter Schatten im Garten. Und ich sage es noch einmal, Sie werden in Zukunft die Gärten stärker beschatten wollen. Und das ist einer, der bei Hitze und Trockenheit bis jetzt in unseren Städten, Würzburg oder egal, sehr, sehr gut wächst. Blüht im Mai, Juni, also deutlich nach dem Obst und wird wirklich sehr, sehr gut beflogen.
und bei Hitze und Trockenheit fast perfekt. Kommt aus Amerika und es sind relativ unspektakuläre, ist mit der Robinie verwandt, die kennt ihr alle, Akazienhonig. Ist ein Nebenstrang von der Akazie, aber aus meiner Sicht bei Hitze und Trockenheit sogar noch besser. Ja, musste ich es euch da, seht ihr denn, ne, das Pollending. Und so mal ein ganz großer, aber da müsst ihr keine Angst haben. Okay, Perückenstrauch, gut für Bienen und Wildbienen. Ein gutes Gehölz bei wenig Wasser im Garten. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den sieht man relativ häufig im Siedlungsbereich. Und das ist die Blüte, hier sehen Sie eine Biene, da seht ihr eine Wildbiene, die genau die Schichten gesammelt hat, die sie in dem Nichtheimischen, den gibt es in, ja, südlich der Alpen, also früher hätten wir gesagt Jugoslawien. Dürft wahrscheinlich heute wieder nicht mehr sagen. Kotoneaster, das machen wir jetzt ganz schnell. Ich will Ihnen ein paar andere zeigen. Kotoneaster ist super. Damit. Das sind Pflanzen, die sind die letzten Jahre absolut nicht in gewesen. Wir haben sie als Bodendecke, wir haben sie als Strauch. Felsenmispel, eine hervorragende Pflanze bei Hitze und Trockenheit. Wenn die blühen, die kannst du hören. Zzt. Und hier mit Hummel. Feuerdorn. Absolut uncool. Pflanze der 70er Jahre, das Drecksding kommt mit wenig Wasser sehr gut zurecht. Dann schaust du mal, wenn der blüht, der stinkt ja. Der riecht ja wie alte Unterhose. Weiß niemand von Ihnen, wie alte Unterhosen riechen? Ich weiß, so früher, weißt schon, so einmal die Woche. Pyrakanda, wie der beflochen wird, guck dir mal die Biene an. Da denkst du, Mädle, willst nicht bald hinfliegen? Du hast ja schon bis nun dazu die Knie. Das Gleiche mit der Hummel. Da denke ich, Mensch, jetzt bist du eh schon breit in der Hüfte. Jetzt hast du hüben und drüben an und die zwei Dinger. Das ist so, wie wenn du auf dem Fahrrad freihändig fährst und hast links und rechts einen Kasten Bier in der Hand. So fliegen die heim. Und dann wunderst du dich, wenn sie mal irgendwo da wieder rumpelt. Aber das sind Pflanzen, die werden die nächsten Jahre mit wenig Wasser gut zurechtkommen. Sie haben Stachel, da gehen die Vögel nahe. Und wenn sie Früchte haben, werden sie geamselt. Pyrakanda, ganz normal. Kennt ihr alle? Ja, und jetzt wird es spannend. Und das will ich losbringen. Viele Leute sagen, nur die alten Äpfel schmecken gut und die neuen schmecken nichts. In dem Moment weiß ich, der hat keine Ahnung von Äpfeln. Viele Leute sagen, früher war alles besser als heute. Und mit 32 Jahren waren sie zahnlos tot. Man vergisst ganz viel. Und dann gibt es Leute, die sagen, Bienen gehen auf Rosen, nur wenn sie einfach sind. Und dann noch nur, wenn es heimische Wildrosen sind. Mit Rosen kenne ich mich aus. Ich zeige Ihnen jetzt nur ein paar Bilder. Ist das eine einfache Rose? Ist das eine einfache Rose? Viele gefüllte Rosen machen irgendwann auf, bevor sie... Und dann zeichnen sie ihren Pollen. Rosen sind Pollenlieferanten. Die modernen Rosen durch den Rückschnitt blühen jetzt. Ich war letzten Dienstag in Mannheim und haben für die Buga diese Fläche bonitiert. Da waren so viele moderne Rosen. Ihr glaubt nicht, wie da die Honigbiene drin rumgeflogen ist. Ich habe gefragt, habt ihr hier einen Imker? Haben sie gesagt, nee, wir wissen selber nicht, wo die herkommen. Mitten in der Stadt Mannheim. Heiß, Bäume. Wahnsinn, braun, also könntest heulen. Wir brauchen in Zukunft, seht ihr da, guck, da geht die irgendwann rein. Das ist ein kurzer Zeitpunkt. Und dann holen die sich den Pollen. Also das heißt, bei Rosen hast du viel mehr, die beflogen werden. Alle Rosen, die ja Hachebutten machen, haben irgendwann gehummelt. Das ist ganz einfach. Oder meinst, die macht wie die Maria, die Jungfrau zum Kind oder Jesus war auf einmal da. Okay? Westerland mit Biene, Westzeit mit Biene, das müsst ihr mir einfach glauben. Es gibt jetzt momentan ganz viele, die in Richtung Bienenrosen gemacht sind. Super, freut mich. Noch einmal, immer wenn du das hast, dann weißt du, da war eine Biene. Okay? Und dann kommt der Vogel oder der. Und dann haben die Stacheln und dann machen die ein Nestle rein. Und plötzlich ist die Rose gar nicht so schlecht. Das ist jetzt die neue Serie Bienenweide. Bodendecker, die kannst du auf dem Balkon, kleine rote Rösel, die blühen immer zu. Die kannst du hören. Das ist die Bienenweide. Rot, gibt es rosa, gibt es alle Sorten, alles gut. Mango, da habe ich eine Hummel gesehen, da war ich aber zu langsam. Die hat sich drin gewälzt wie im, okay, Bienenweide.
Also das will ich nur zeigen. Momentan gibt es einen Trend zu Rosen, die so wie ein Rambler sind, aber nicht so groß. Jetzt bin ich bei der Hausgeschichte 48, 34, 29, 32. Wir werden in Zukunft unsere Häuser durch Begrünung kühler kriegen, Punkt. Und wenn nicht, ist es halt heiß, okay, machen wir eine Klimaanlage. Klimaanlage haut CO2 aus. Was meint ihr, was Klimaanlagen kosten werden bei den Strompreisen der jetzigen Zeit? Und Gaspreisen und keine Ahnung. Okay? Ja, und da gibt es Sorten, die sind eben 2-3 Meter nur als Kletterrose, um die Temperatur wegzunehmen, sind alles Bienenrosen. Guirlande d'Amour, ich will jetzt gar nicht ins Sortiment reingehen. Ich kämpfe für die Rose. Okay, da geht die Biene hin, das knallt sie sich weg. Neue Entwicklung, persische Rosen. Ja, wo meinst, wer da alles hingeht? Das habe ich gesehen, die haben alle Hagebutten. Die sind gut bei Hitze und Trockenheit. Die Rose kommt mit wenig Wasser hervorragend zurecht. Das sind andere schon so. Ein Plädoyer für die Rose im Klimawandel plus Biodiversität, meine ich ganz ernst. Solche Rosen, guck mal, das siehst du jetzt nicht. Ah, wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Gärtner. Und immer wenn du sowas hast, dann haben die gehummelt. Da, Kleppmerschalt. Da, Lavendel, sage ich gar nichts. Immer beflogen. Und die Leute, die sagen, Lavendel, wenn blüht, hast du immer Hummeln drauf. Wenn du keine Hummeln auf dem blühenden Lavendel hast, dann wohnst du mit deiner Wohnung vielleicht auf dem Mars oder weiß nicht. Okay, den haben wir vorhin schon mal gehabt. Ich will 2-3 Pflanzen, ich gebe jetzt ein wenig Gas, aber das ist mir wirklich wichtig. Diese ganzen Rosenbegleiter, diese Stauden, wenn wir im Garten Herbstastern, kennt ihr alle, Sedum, na, steht hier irgendwo. Das ganze Zeug, was jetzt blüht, können wir gar nicht genug pflanzen, um dieses Defizit Juli, August, September auszugleichen. Da liegt die Zukunft, da die Astern. Die werden beflogen, aber hallo. Na, hier Agastache, wenn die blüht, die Hölle. Merkt euch bitte diese Pflanze. Calaminda triumphator. Wenn ihr euch nur eine merkt, zu einer Rose im Garten als Bodendecker, volle Sonne, wenig Wasser. Das Ding blüht immer zu und wird immer zu beflogen. Und wenn er nicht schön ist, haust ihn runter und dann kommt er wieder durch. Begrüße die neue Königin und die Prinzessin. Ihr habt es sehr schön gemacht, ihr zwei Hübschen. Hat mir gut gefallen. Ich war da oben wie so ein Spanner und habe eure Intronisation verfolgt. Viel Erfolg. Okay, also das ist eine Hammerpflanze, Katzenminze. Blüht immer zu, sind immer Bienen drauf. Kostet 6 Euro. Vielleicht. Caradonna Salbei, das ganze Zeug, was du zu Rosen machen kannst, was du für einen heißen Garten machen kannst, brummt und summt über einen langen Zeitraum. Sie müssen es nur pflanzen. Ja, das Zeug habe ich ja 100-mal gezeigt. Ruth Beckier siehst du nie ohne. Das ist diese Sedum, das sieht man jetzt nicht gut, wenn der Seenwald da vorne ist. Der blüht jetzt erst. Fetthenne, weiß nicht, null Wasser. Das Ding wächst ohne Wasser. Fast ohne Wasser. Da, ne? Wir müssen es nur pflanzen. Wir haben genug Zeug. Die Goldraute, Raute, die wird ja verdammt. Zu mir hat der Chef der Berliner Imker gesagt, ein sperriger Mann, also einer, der auch die Wahrheit sagt, wenn es andere nicht interessiert, der sagt, die Brandenburger Imker fahren im Sommer ihre Stöcke in die Stadt Berlin. Und wenn wir in Berlin nicht die Gold, die also invasiv ist, nicht heimisch, wenn wir die nicht hätten, würden die Bienen in Berlin nicht so viel finden, wie das jetzt der Fall ist. Und es gibt Leute, die würden die am liebsten auf den Mond schießen. Es gibt natürlich in der Naturschutz, da will ich die nicht haben, aber wenn die in irgendeinem Geröllding gelb blüht jetzt, ja, ich bin da halt so drauf. Das Ding wäre in meinem Garten immer. Verbena ist immer gut. 2-3 Gehölze, ich hab's gleich. Das Zeug, alles gut. Es steht alles auf der Liste. Liebesperlenstrauch. Hätte ich nicht gewusst, dass der von Bienen anflogen wird. Das ist ein ganz normales Gartengehölz. Wächst bei jedem Depp, wenn er ein bisschen Wasser hat. Guck dir mal dahin, wo die herkommt. Wildbiene, Hummel, wo die herkommt. Und wenn die lila Früchte drauf sind, wird sie geamselt. Habe ich gesehen.
Jetzt wird es spannend. Okay, die Geschichte der wilde Wein. Wenn Sie nur 10 Euro haben und ein Haus begrünen wollen und was für die Bienen machen wollen, machen Sie es mit dem, Sie müssen ihn halt an Ihrem Putz aushalten. Da musst du stark sein, weil der macht so Näpfe. Wenn du die wegmachst, die sieht man. Ja, Kamsis auch, guck mal mit Wespe. Es gibt viel mehr Pflanzen. Buteleien werden beflogen von Bienen, von Schmetterlingen. Die kommen bei Hitze und Trockenheit. Ich habe vorhin, wo ich dann aufgelaufen bin, ist eine aus der Straße rausgebuteleit. Die sieht sich aus, wenn es das juckt, die Biene. Dich darf ich nicht essen, du hast dich da ja ausgesät. Dich hat ja gar keiner gepflanzt. Hä? Ich weiß, was du sagen willst, ich sehe dich. Ich sehe sie. Ich könnte mich hinschmeißen. Und dann kommen die Schmetterlinge auch noch dazu. Das macht sie immer sympathisch. Hibiskus kennt ihr alle. Da dreht die Hummel ab. Hummeln haben Bock auf Hibiskus. Das Foto habe ich gemacht, weil mir die Reifen so gut gefallen haben. Hortensien, die bringen gar nichts. Aber die kennt ihr alle, diese Rispenhortensie. Die wird viel gepflanzt. Eines der besten Gartengehölze der letzten 10 Jahre. Hydrangea paniculata. Da gibt es 2 unterschiedliche Typen. Seht ihr den vollen Kopf? Und das ist der lockere Kopf. Der lockere Kopf wird noch besser beflogen. Und die blühen Juli, August, jetzt. Das ist ja der wichtige Zeitraum. Wenn man das weiß, das ist der natürlichere. Da gehen die Bienen rein. Aber hallo. Da gehen die Bienen rein, Quercifolia, aber hallo, nicht heimisch, Amerika. Kletterhortensie, das ist bei mir vorm Haus, da gehen die Bienen und Hummeln rein, aber hallo, Hortensien. Da, mein Hummel, gehört mir, brauche ich nicht. Caryopteris, jetzt sind wir das ist mir ganz wichtig. Das sind jetzt die Pflanzen im August, Bartblume, N4, P4, Hitze und Trockenheit, perfekt. Blütezeit bis im September rein. Die kannst du, wenn sie bei euch erfriert in Oberbayern, pflanz eine neue. Okay? Das sind Bilder dieser Bartblume. Das ist der Wahnsinn. Da hängen die drin, als gäbe es nichts, kein Morgen. Mönchspfeffer. Das könnte sein, dass der in ganz kalten Regionen mit ganz schweren Böden Probleme macht. Bei uns in Franken ein Gewinner der letzten Jahre. Blütezeit jetzt, gestern, August. Mönchspfeffer, blaue Blüten, so hoch, runterschneiden, jedes Jahr kommt er wieder, wird beflogen, als gäbe es keinen Morgen. Mönchspfeffer haben die früher die Mönch gegeben, damit sie nicht an die Mönchin denken. Ne? Ich habe immer zu meinen Schülern gesagt, passt ein wenig auf, dürft ihr nicht essen, weil die haben gesagt, kann man den Rauch, weil das Blatt sieht aus wie Marihuana. Ne? Aber man hat im Prinzip Mönchspfeffer für die Mönche, damit sie brav werden. Aber ihr wisst ja, wie sich Mönche und Nonnen vermehren. Durch Zeltheilung. Und die beste Nonne ist die, wo die Mama und die Oma auch schon eine Nonne war. Das habe ich einmal erzählt, waren 2 Pfarrer. Hat der E-Pfarrer zum anderen gesagt, Mensch, das mit der Wäsche, mit der, dass ich mir nicht heiraten dürfe, ob mir dieses Abschaffung von dem Wäscho, von dem Ding, ob wir 2 das erleben, weiß ich fein nicht. Ne? Hat der andere gesagt, mir 2 nicht, aber vielleicht ohne Kinder. Jetzt sind wir ein wenig bei dem Bereich. Mönchspfeffer in jedem Garten ausprobieren, wird funktionieren. Das Ding ohne Wasser, der Durchstarter der letzten 5 Jahre. Perovskia ist super bei Hitze und Trockenheit, alle Franken. Hitze und Trockenheit, Bienen von Juli bis in September, nein. Hummeln, alles, was du brauchst für heiße, trockene Gärten. Und da haben wir in Franken genug. Der ist super, der ist echt klasse, das ist unglaublich. Und der auch, wenn der bei dir nicht wächst, verkäft dein Garten 7 Söhne des Himmels Strauch. Was musst du geraucht haben, um auf den deutschen Namen zu kommen? 7 Söhne des Himmels Strauch. Das Ding wird im September jetzt blühend beflogen. Wie blöd. Wächst wirklich gut, ohne Boden, alles wurscht. Wurzel in die Erde, mehr nicht. Oh. Schmetterling, alles, ja, so sieht er dann ein wenig später aus. Der macht dann zum Schluss so komische Dinger. Ja, ist ein Strauch, fertig. Als kleiner Baum, Heptacodium.
Bitte, 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 wenn es mir nur gelingt, dass einer einen pflanzt, dann hat sich mein Vortrag heute rendiert. Ja, und das ist jetzt der letzte und dann höre ich wirklich auf. Das ist der Bienenbaum. Der hieß früher Euodia, den kennen die Imker als dieses magische Bienengehölz. Der war früher sehr frostempfindlich, ich höre jetzt auf, ich schwöre es, egal was da jetzt kommt. Und vergesst mir nicht, ich habe vorhin noch Broschüren, ne? Jetzt muss ich die dann aufschleppen. Andreas, mach's gut. Dem hilft der Klimawandel. Tetradium oder Euodia früher heißt bei uns Stinkesche. Wie krank muss man sein, wenn ich nur sage, Schatz, ich habe dir eine Stinkesche mitgebracht. Im Englischen heißt der Honey Tree oder BB Tree. Ein weiteres gutes Bienengehölz ist Colreuteria, im Englischen auch Golden Rain Tree, goldener Regenbaum, im Deutschen Blasenesche. Wenn ich Blasenesche höre, willst du nicht wissen, an was ich denke. Und das merkst du mal, wie bescheuert solche Namen sein können. Der Tetradium Danieli ist früher häufig erfroren, ist die letzten 20 Jahre viel besser über die Winter gekommen, weil die Winter einfach nicht mehr so kalt sind. Also bei uns wächst der super. Und das ist jetzt so ein Ausflug mit, was die Vögel alles machen. Wurscht, wenn der blüht, das ist bei uns Juli, August, Oberbayern wahrscheinlich wirklich mitten der August, dann drehen die durch. Dann drehen die, das kannst du dir nicht vorstellen, das sieht man vielleicht da so ansatzweise, boah. Also an einem geschützten Standort, wo der Wind ein wenig nicht ganz so hingeht, denke ich, ist das ein Versuch wert. Das ist bei uns an der Landesanstalt und mit dem Bild verabschiede ich mich, sonst denkt er, du bist mich. Du, ne? Und es hat mich gefreut. Ich hoffe, Sie können das ein wenig umsetzen. Da war jetzt ein Gärtner, der keine Ahnung von Bienen in der Ausführung hat, der gern Honig isst und der euch gerne das Ohr abkaut und dass da jetzt so viele Leute sind, das war mir wirklich eine Ehre. Viele Grüße aus Franken. Bin noch